Die Menschen warten auf eine Nachricht, die sie so möglicherweise nicht hören wollen. Viele hier haben ein schlimmes Szenario wohl schon befürchtet, doch jetzt ist es wissenschaftlich untermauert. Im Ernstfall könnte die gesamte Region Aachen für Jahrzehnte und länger radioaktiv verseucht werden. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr geschockt darüber. Und dass es so dramatische Ausmaße haben könnte, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir müssen politische Wege finden, die dazu beitragen, dass diese Schrottmeiler möglichst schnell abgeschaltet werden. Der marode Druckwasserbehälter im Kernkraftwerk Tihange war Untersuchungsgegenstand der Wissenschaftler. In ihrer Studie haben sie aufgezeigt, wie viel Radioaktivität bei einer atomaren Katastrophe, also einer Kernschmelze, freigesetzt würde. Und sie haben über 3000 Wetterszenarien simuliert, berechnet, wie stark die Region belastet würden. Wegen der typischen Westwindlage träfe es Aachen am schlimmsten, aber auch andere Gebiete blieben nicht verschont. Es zieht sich runter bis nach Luxemburg, also etwa die südliche Linie bis nach Luxemburg. Das ist das Hauptbelastungsgebiet, auch bis weit nach Osten hinein, in Deutschland hinein. Also da ist sicherlich noch das Ruhrgebiet mit drin. Eine ganze Region für Jahrzehnte zur Todeszone erklärt? Weitere Gebiete in Nordrhein-Westfalen zumindest radioaktiv belastet? Im Fall eines Supergaus des belgischen Reaktors wäre das nicht auszuschließen. Die Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse mit Werten aus Tschernobyl und Fukushima verglichen. Sollte ein Unfall bei ungünstiger Wetterlage passieren, wäre die gesamte Aachener Region wohl mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% verstrahlt. Die möglichen Auswirkungen auf das Gebiet dramatisch. Naja, es gibt Situationen, in denen es eindeutig so sein wird, dass auf dem Gebiet, auf dem sich die Radioaktivität dann gesammelt hat, dass dieses Gebiet in Aachen nicht mehr bewohnbar ist. Es kann die Situation auftreten, dass Aachen langfristig evakuiert werden muss. Das heißt, dass die Menschen hier auf Dauer nicht mehr leben können. Schon lange fordern viele Aachener deshalb, den zweiten Reaktordruckbehälter mit seinen tausenden Rissen endgültig abzuschalten. Allein in diesem Jahr ist er wegen technischer Probleme 5-mal vom Netz genommen worden, was Wissenschaftler der Studie für problematisch halten. Trotzdem fährt der belgische Betreiber ihn immer wieder hoch. Die Städteregion will die endgültige Abschaltung von Tihange 2 mit einer Klage juristisch erzwingen. Nun liefert die aktuelle Studie dafür eindeutige Fakten. Die auch, hoffe ich, jedenfalls Eindruck auch bei Gericht hinterlassen, dass man bereit ist, abzuwägen. Kann man dieses Risiko wirklich politisch, rechtlich tragen oder nicht? Und für mich gibt es nur eine krasse Antwort, die heißt nein. So sehen es auch die Fraktionsvorsitzenden der Städteregion und stellvertretend für die 2000 Mitarbeiter der Personalratsvorsitzende des Kommunalverbands. Sie wollen sich der Klage ebenfalls anschließen, um den Druck gegen Tihange 2 zu erhöhen. Denn sollte der Reaktor tatsächlich einmal versagen, wäre es kaum wahrscheinlich, dem Szenario zu entkommen. Es ist eine Frage von Stunden. Also das geht innerhalb von Stunden. Auch die Freisetzung passiert sehr, sehr schnell. So dass die Fristen wenige Stunden sind. Und in wenigen Stunden muss dann der Katastrophenstab zusammentreten. Das muss sowohl in Berlin passieren, ja, beim Bundesumweltministerium, das muss auf Landesebene passieren. Da müssen dann die Vorsorgemaßnahmen abgestimmt werden. Und es gibt immer wieder Besorgnisse, die dahin gehen und sagen, die Belgier werden ja es gar nicht mitteilen, wenn da so ein Schaden eingetreten ist. Wie ist die Vorlaufzeit? Ist die wirklich so, wie sie in den Lehrbüchern steht, 12 Stunden, 24 Stunden. Ich glaube da nicht dran. Weil die Risiken unbeherrschbar sind, so die Städteregion, müsse Tihange 2 auf Dauer vom Netz. Denn ein Szenario wie in Fukushima und Tschernobyl wollen die Menschen hier ganz sicher nie erleben. Ja, auch nicht die verantwortlichen Politiker. Die haben heute Nachmittag, genauer gesagt der Städteregionstag, hat heute Nachmittag das Ergebnis der neuen Studie offiziell den politischen Vertretern und Bürgern aus Aachen und der Region vorgestellt. Vor gut einer Stunde ist die Veranstaltung zu Ende gegangen im Dürener Kreishaus. Michael Esser hat nach der Sitzung erste Reaktionen eingefangen. Zwei Stunden lang ist im Städteregionstag über dieses Thema Tihange diskutiert worden. Es gab große Betroffenheit auf der einen Seite, aber auch einen großen Willen, alles Mögliche zu tun gegen den Weiterbetrieb von Tihange 2. Die Mitglieder des Städteregionstages waren aktiv. Wer gefehlt hat, das sind die Bürger gewesen, sind nur ganz wenige hier gewesen. Die meisten sind auch schon nach Hause gegangen. Von denen war zu hören, ja,
wir sind eigentlich schon betroffen, das wussten wir auch schon früher, aber dass es so schlimm war. Einer ist hier geblieben, das ist Friedhelm Tappert. Was ist denn Ihr Eindruck, nachdem Sie die Wissenschaftler gehört haben mit der Studie, wie erschreckend das hier sein könnte? Ja, es hat mir und uns also mal die große Gefahr aufgezeigt, in der wir hier in der Städteregion im Aachener Umland leben. Und das ist sehr bewusst geworden, auch schon durch Vorveranstaltungen, die ich besucht habe. Und wir versuchen uns auch persönlich dagegen zu wappnen. Was wollen Sie denn jetzt tun? Was denken Sie, was muss jetzt getan werden? Also ich denke mal, man kann nicht auf Verwaltung und Politik warten, sondern die Bürger sollten selbst die Initiative ergreifen. Wir haben das vor einem halben Jahr schon gemacht, haben uns Jodtabletten in der örtlichen Apotheke besorgt, kosten 5 Euro. Anschließend haben wir im Internet die Atemschutzmasken bestellt, 10er Karton, 15 Euro und haben unsere gesamte Familie damit versorgt. Haben Sie jetzt mehr Angst als früher? Nicht mehr Angst, aber Sorge. Und ich denke mal, das, was wir durch die gründliche Information erfahren, da kann und sollte jeder auch sich aktivieren und vorbeugen. Vielen Dank. Es hat Reaktionen in der Politik gegeben. Die 5 Fraktionsvorsitzenden haben sich nämlich entschieden, der Klage, den 80 Klagen gegen den Betrieb von Tihange 2 beizutreten. Und für die SPD-Fraktion ist Martin Peters hier. Warum machen Sie das? Weil eigentlich klagt auch schon die Städteregion. Es ist ja eine zweite Klage, und zwar die aufgrund der persönlichen Betroffenheit der Menschen in dieser Region, die wir stellvertretend für die Menschen in der Region wahrnehmen, diese Betroffenheit, diese Sorgen und Nöte. Ich kann das an meiner Person ganz gut beispielhaft machen. Ich habe vor einem Monat eine kleine Tochter bekommen, oder meine Frau vielmehr, und die Studien, die hier gezeigt worden sind, haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass gerade die Jungen, die Kinder massiv betroffen sind. Diese Betroffenheit greifen wir jetzt stellvertretend auf und klagen eben in Belgien gegen den Weiterbetrieb von Tihange. Es sollen also nicht nur die Institutionen und Organisationen klagen. Was müsste die Politik denn jetzt machen? Sie haben ja schon den Stopp von Tihange gefordert. Ja, wir müssen jetzt diesem juristischen Prozess einen politischen Prozess zur Seite stellen, und zwar den in den Austausch mit den Entscheidungsträgerinnen in Belgien zu treten. Das ist das eine. Und das zweite Feld ist, dass wir uns darauf auch vorbereiten müssen, für die Menschen hier zu sorgen, für den Fall, dass etwas passiert. Vielen Dank. Es sind eine Reihe von Aktionen vorgestellt worden. So soll es eine Säule geben, die durch die Städteregion wandert, wo die Bürger praktisch drauf buzzern können. Ich bin für die Abschaltung von Tihange 2. Aber es gibt auch andere Aktionen. Alemannia Aachen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist auch hier gewesen, wird am 12. November ein Spiel machen und dort Stellung nehmen. Wie wird die Alemannia auftreten? Und Köln ist der Gegner. Was werden Sie da machen? So ist es. Wir wollen der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und hier ein besonderes Zeichen setzen. Wir werden an diesem Tag mit einem Trikot Stop Tihange auflaufen. Und zwar nicht nur wir von Alemannia Aachen, sondern auch der 1. FC Köln, worauf wir ganz besonders stolz sind, hoffen da die Bude voll zu bekommen, eine Unterstützung der gesamten Region zu erhalten. Jeder ist aufgerufen, da zu sein, ein Zeichen zu setzen und zu dokumentieren, dass wir alle in der Region zusammenstehen. Und so hoffen wir, dass das ein großer Erfolg wird gemeinsam. Sie wollen den Tivoli voll bekommen. Der Eintritt wird nur 5 Euro kosten. Was passiert mit dem Geld? Der Erlös wird der grenzübergreifenden Initiative Stop Tihange gespendet. Das heißt, es wird also keine wirtschaftlichen Vorteile für den Verein geben, sondern wir werden versuchen, die Initiativen zu unterstützen, die hier auch dabei sind. Vielen Dank. Und hier wird man schauen, was müssen wir konkret machen, was müssen die Feuerwehr machen, die Polizei, was müssen wir mit den Jodtabletten machen. Das ist alles Kleinarbeit mit dem Ziel, eben Tihange 2 zu stoppen.